Küstenstaaten sind in besonderem Maße vom Anstieg des Meeresspiegels und anderen Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Zum Beispiel die Länder Niederlande und Bangladesch. Beide Länder liegen in zwei der größten Deltagebiete der Welt, in denen bedeutende Flüsse wie der Ganges oder der Rhein münden. Wasser dominiert die Landschaft. Wasser ist überall. Ein Großteil des Landes liegt gerade mal auf Höhe des Meeresspiegels oder sogar darunter. So birgt jeder Zentimeter Meeresspiegelanstieg gewaltige Risiken. Beide Länder sind sehr dicht besiedelt. Die Bevölkerungsdichte in Bangladesch ist sogar fast dreimal so hoch wie in den Niederlanden. Die Niederlande ringen schon seit Jahrhunderten mit dem Wasser. Der Klimawandel verursacht zusätzliche Probleme. Seine Auswirkungen auf Land und Leute sind schon heute zu spüren. Was den Klimawandel angeht, haben wir es mit vier Problemen zu tun. Das erste ist der Zustand des Ökosystems, das zweite sind Hitzewellen, die sich vor allem in den Städten bemerkbar machen. Aber die zwei Hauptprobleme sind die Verfügbarkeit von Trinkwasser und Überschwemmungen. Sturmfluten sind eine Ursache für Hochwasser und Überschwemmungen. Aber es gibt auch solche, die durch schwere Regenfälle ausgelöst werden. Was die Überschwemmungen angeht, haben wir wie Bangladesch mit zwei Phänomenen zu kämpfen. Eins ist der zu erwartende Anstieg des Meeresspiegels. Außerdem wird der Pegelstand der Flüsse anwachsen. In unserem Fall sind das insbesondere der Rhein und die Maas. Diese Linie markiert den Teil des Landes, der überflutet wird, wenn der Meeresspiegel um einen Meter ansteigt. Bangladesch ist eines der Länder, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sein werden. Nach dem Meeresspiegelanstieg ist die Zunahme von Wirbelstürmen die zweite Auswirkung des Klimawandels in Bangladesch. Wirbelstürme treten immer häufiger mit größerer Heftigkeit auf. The third mega issue is migration. Die dritte Auswirkung ist Migration. Menschen werden gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen. Vielleicht nur für eine kurze Zeit, wenn extreme Wetterereignisse wie Zyklone oder Fluten die Ursache sind. Die Menschen wollen zurückkommen. Aber wenn das Ökosystem kollabiert, müssen sie für einen längeren Zeitraum fliehen. Oder für immer. Das ist dann Migration, die vom Klimawandel verursacht wird. Der Klimawandel betrifft uns alle. Allerdings haben Länder unterschiedliche Kapazitäten, Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. Die Niederlande haben eine jahrhundertelange Tradition, dem Meer Land abzugewinnen und ihre Häuser vor den Fluten zu schützen. Die Regierung verwendet erhebliche finanzielle Mittel für Schutzmaßnahmen, wie die Vergrößerung der Aufstaubereiche von Flüssen oder für Ausbau und Erhaltung des 7500 Kilometer langen Deichsystems. Teil dieses Systems ist das Maasland-Sperrwerk. Das Megasperrwerk wird bei Sturmflut geschlossen und schützt über 1 Million Menschen im Großraum Rotterdam. Experten sind sich einig, die Niederlande sind relativ gut auf den steigenden Meeresspiegel vorbereitet. Auch in Bangladesch trifft die Regierung Vorkehrungen zur Anpassung an den Klimawandel. Es werden schwimmende Schulen und Häuser gebaut. Die Menschen in Bangladesch leben schon immer mit extremen Wetterbedingungen und haben gelernt, sich anzupassen. Aber der Klimawandel macht Wetterschwankungen extremer und unvorhersehbar. Es wäre unmöglich, einfach ein Deichsystem ähnlich dem der Niederlande aufzubauen. In Bangladesch werden Überflutungen bis zu einem gewissen Grad akzeptiert. Sie sind sogar notwendig für die Landwirtschaft. Außerdem erschweren die schiere Größe des Landes und des Deltasystems, die fehlenden finanziellen Kapazitäten und schwache Institutionen den Aufbau eines so hohen Schutzniveaus wie in den Niederlanden. Und so sind wir bei der zweiten Generation von Adaptionsmaßnahmen angelangt. Das bedeutet, darüber nachzudenken, wie wir den betroffenen Menschen dabei helfen können, von ihrem angestammten Umfeld zu einem anderen Ort umzusiedeln. Musik
Die Region Sirajansh liegt im Norden der Hauptstadt Dhaka, nahe dem Fluss Jumuna, einer der bedeutendsten Flüsse Bangladeschs. In dieser Region sind viele Menschen von der Erosion der Flussufer betroffen. Das Land am Fluss ist billig, weswegen vor allem die Armen hier ihre Häuser bauen. Die Erosion von Flüssen lässt das gesamte Ufer herunterbrechen und die Menschen verlieren ihre Häuser und alles Hab und Gut in den Fluten, Dorf für Dorf. Und das hat schwerwiegende Folgen. Serious impact. Als mein Haus ins Wasser rutschte, konnte ich gerade so einige meiner Sachen retten. Der Rest ging im Fluss verloren. So musste ich mein Dorf wegen der Erosion des Flussufers verlassen. Im Dorf, in dem ich danach lebte, passierte mir dasselbe. Mein Haus fiel einfach ins Wasser. Ich musste in einer provisorischen Hütte an einer Straße unterkommen, bevor ich schließlich hier zu diesem Dorf kam. Die Menschen im Dorf Baf Digulia auf dem Char, einer Flussinsel, leben von der Landwirtschaft. Alle 700 Dorfbewohner wurden durch die Flusserosion aus ihrer Heimat vertrieben. Die Migranten leiden nicht nur unter dem Verlust ihrer Häuser, sondern sind auch anderen Folgen des Klimawandels ausgesetzt. Ich habe schon mehrere Male mein Haus wegen der Erosion des Flussufers verloren und musste mir jedes Mal eine neue Unterkunft suchen. Nun bin ich hier angekommen, wo es sicher ist. Aber seit mehr als 5 Monaten hatten wir keinen Regen. Unsere Ernte ist in Gefahr. Die Dürre wird stärker und die Bäume fangen an abzusterben. Die Menschen, die abwandern müssen, bleiben nicht immer in ihrer Region, sondern ziehen zunehmend auch in die großen Städte wie Dhaka. Viele, die ihr Hab und Gut verloren haben, hoffen auf ein besseres Leben in Dhaka oder haben einfach keinen anderen Ort, wo sie hinziehen könnten. Die Stadt hat mit Überbevölkerung zu kämpfen, die Grundversorgung funktioniert nicht. Es steht zu wenig Wohnraum zur Verfügung. 40% der Bevölkerung von Dhaka lebt in Slums. Viele Leute arbeiten im informellen Sektor, zum Beispiel als Straßenverkäufer. Ich wurde aus meinem Dorf Kolja vom Zyklon Sidar vertrieben. Ich habe Vieh, mein Haus, alles verloren. Meine Familie und ich haben versucht, dort zu bleiben, aber wir haben es nicht geschafft und mussten nach Dakar gehen, wo wir nun schon seit 3 Jahren leben. Ich bin Rikscha-Fahrer. Der Job ist sehr anstrengend und ich bin nicht sehr glücklich mit meinem Leben hier. Ich habe ein Stück Land in meinem alten Dorf, in der Nähe des Flusses. Aber Teile des Landes sind schon erodiert. Manchmal wünsche ich mir, zurückzugehen, aber das ist nicht möglich. Wir haben viele Schwierigkeiten hier. Als wir noch im Dorf gewohnt haben, musste nur mein Mann arbeiten. Nun verdiene ich als Haushaltshilfe Geld dazu. So kann ich mich nicht mehr um die Kinder kümmern und zur Schule gehen können sie auch nicht mehr. Einige Migranten siedeln innerhalb ihres Landes um, andere überqueren internationale Grenzen. Voraussagen sind kaum exakt zu treffen. Alles, was wir sagen können, ist, dass die Migrationsströme aufgrund des Klimawandels zunehmen werden. In Bangladesch alone? Allein in Bangladesch erwarten wir, dass 20 Millionen Menschen über einen gewissen Zeitraum hinweg aus dem Küstenbereich fliehen müssen, wenn der Meeresspiegel um 1 Meter ansteigt. Obwohl wir die genaue Anzahl von Menschen, die weltweit bis zur Mitte des Jahrhunderts umsiedeln müssen, nicht kennen, so könnte das Ausmaß doch alles bisher Dagewesene übertreffen. Menschen in den am wenigsten entwickelten Ländern und in den Inselstaaten sind zuerst und am stärksten betroffen. Untätigkeit ist jedoch keine Option. Es gibt bereits vielseitige Ansätze und Lösungsvorschläge.
Die Vorschläge und Lösungen sind wohl bekannt. Nun braucht es den politischen Willen, sie durchzusetzen. Ich denke, dafür wäre es wichtig, ein Protokoll zur Genfer Konvention hinzuzufügen. Die Konvention regelt momentan, wer Flüchtling ist und wer nicht. Ich glaube, wir müssen etwas Zusätzliches für Klimamigranten finden. Eine andere Möglichkeit wäre die Unterstützung von qualifizierter Migration. Denn Migration kann eine gute Anpassungsstrategie an den Klimawandel sein. Als erste Maßnahme auf internationaler Ebene müssen wir den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Die Länder, die für einen gewissen Anteil von Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, müssen ihrerseits wiederum Verantwortung für Menschen und Familien übernehmen, die durch den Klimawandel vertrieben werden. Und es ist dann das Recht dieser Vertriebenen, in die Länder zu gehen, die das Problem verursacht haben. So müssen wir die Grundrechte dieser Menschen garantieren, wie das Recht auf Wasser, sanitäre Einrichtungen, das Recht auf eine sichere Lebensgrundlage und auf Obdach und Unterkunft und natürlich auf Land, auf Zugang und Kontrolle über ihr eigenes Land. Etwas sehr Konkretes, was die Europäische Union tun könnte, wäre die Einbeziehung von Klimamigranten unter den subsidiären Schutzmechanismus. Das würde bedeuten, ihnen nicht den vollen Flüchtlingsstatus zuzuerkennen, sondern einen ähnlichen Status. Reiche Menschen überall, auch in Bangladesch, und reiche Länder, vor allem die USA und die Europäische Union, müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, was sie bis jetzt noch nicht getan haben. Aufgrund unserer Politik in den Niederlanden können wir ganz klar sagen, ja, wir liegen zwar in einem Deltagebiet und unser Land liegt direkt am Meer. Aber unser System ist sicher genug, um hier zu bleiben und wir haben nicht vor, nach Deutschland umzusiedeln. Die Menschen in den Niederlanden sind gut geschützt. Nicht wie Rema und Anjura Khatun, die ihre Häuser in den Flüssen verloren haben, oder die Familie von Delva Hossein, die in die Slums von Dhaka ziehen musste. Die Menschen in Bangladesch kämpfen schon heute mit erzwungener Migration, verursacht durch den Klimawandel. Din gele din arpa bena din gele.